Elektrofahrzeuge sind zwar noch teuer, aber sie bringen auch eine Menge Vorteile für die Umwelt mit sich. So ist dieser Mercedes-Benz Vito eCell, mit dem der Paketdienst Hermes in Hamburg und Berlin Paketshops versorgt, leise und frei von Abgasen unterwegs. Ein Modell mit Zukunft? Dr. Philipp Nölling, in der Hermes Geschäftsführung für Umweltthemen zuständig, skizziert die Pläne des Unternehmens. Wir haben einen ganz klaren Masterplan zur Reduzierung von Schadstoffen und vor allen Dingen auch von CO2. Der ist extrem ambitioniert. Wir haben seit 1992 die CO2-Emissionen pro Sendung schon um 40% reduziert und haben ein Ziel, nochmals um 50% zu reduzieren. Das geht nur, wenn wir alternative Antriebe einsetzen können. Aber natürlich gibt es irgendwo Grenzen. Wenn Sie mich fragen, wann und wie wir flächendeckend alternative Antriebe einsetzen werden, dann werden wir es dann tun, wenn es für uns ökonomisch richtig ist. Das heißt, wenn die Industrie in der Lage ist, diese Antriebe in großer Menge und verlässlich zur Verfügung zu stellen. Neben dem Vito eCell setzt Hermes auch einen Renault Kangoo ZE ein. Der beliefert aber die Endkunden. Hermes Umweltkoordinator Stefan Hinz erklärt, warum. Dieses Fahrzeug wird bei unseren Vertragspartnern zur Paketkundenendzustellung eingesetzt und hat den Vorteil, dass es anders als der Vito dann von der Reichweite her fast 170 Kilometer schaffen kann. Ganz klar, in Hamburg und Berlin hat die emissionsfreie Zukunft begonnen. Und vielleicht flitzen die Zero-Emission-Modelle auch bald schon in anderen Städten durch die City.